zusammenfassend bleibt nur zu sagen, im heutigen Tag verlieren über 25.000 Studierende ihren Anspruch auf Familienbeihilfe. Im heutigen Tag müssen sich über 25.000 Studierende überlegen, ob sie es sich in Zukunft überhaupt noch leisten können, zu studieren, ob sie überhaupt noch Zeit haben zu studieren, weil sie viel mehr Zeit damit verbringen müssen, zu arbeiten und sich überhaupt noch leisten zu können, irgendwo die Miete zu zahlen und vielleicht mal in der Mensa essen zu gehen. Es ist eine Politik, die verantwortungslos ist und es ist noch mehr eine Politik, die zukunftsfeindlich ist. Es scheint so, als hätten wir eine Regierung, der es egal ist, wie es mit diesem Bildungssystem weitergeht. Der es egal ist, wie viele Menschen in Österreich studieren können. Der es egal ist, ob die Möglichkeit, Zugang zur Bildung zu haben, ob die Möglichkeit zu studieren, davon abhängt, wie viel am Konto der Eltern liegt oder davon, welche Interessen und welche Begabungen Menschen haben. Das ist eine Frechheit, das ist zukunftsfeindlich und das ist bildungsfeindlich. Wir fordern ganz klar diese Regierung auf, die familienbeihilflichen Kürzungen sofort umgehend zurückzunehmen. Vielmehr fordern wir die Regierung auf, die Familienbeihilfe direkt an die Studierenden auszubezahlen, so wie das bei Transferleistungen und Sozialleistungen für erwachsene, mündige Menschen nun mal üblich ist. Längerfristig braucht es aber viel mehr als eine Absicherung der Familienbeihilfe. Wir brauchen ein Beihilfensystem, wir brauchen ein Stipendiensystem, das es allen jungen Menschen ermöglicht, zu studieren. Das heißt, wir brauchen ein System, mit dem alle jungen Menschen in Österreich 800 Euro auf ihrem Konto haben können und sich so keine Sorgen mehr machen müssen, wie sie ihre nächsten Mieter bezahlen, sondern sich darauf konzentrieren können, was sie studieren, auf die Inhalte ihres Studiums konzentrieren können und sich mit Inhalten auseinandersetzen können. Es wird Zeit, dass diese Regierung ihre Verantwortung in der Frage der Bildung, ihre Verantwortung in der Zukunft von vielen, vielen tausend jungen Menschen übernimmt und endlich eine Politik macht, die heißt, ja, Bildung ist uns wichtig, Bildung ist ein gesellschaftliches Gut und so viele Menschen wie möglich sollen hier studieren können. Alles andere ist einfach eine platte Budgetpolitik, ein plattes Finanzlöcherstopfen auf dem Rücken der Studierenden und das ist nicht tragbar. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Wir werden weiterhin laut und kritisch sein und es freut uns ganz besonders, dass so viele Leute heute hier sind, so viele Studierende auch heute hier sind und dass wir mit leider zu so einem traurigen Anlass heute unsere Tätigkeit als das neue Vorsitzende der ÖH-Bundesvertretung aufnehmen müssen.